Ey, sag mal, hast du Hunger? Was ist das für eine bescheuerte Frage? Ich hab immer Hunger. Ja, was wollen wir essen? McDonalds hört sich gut an. Die haben neue Burger, habe ich gehört. McDonalds, oh, da war ich ja ewig nicht mehr. Boah, nichts hin da. Lass uns hin. Falsche Richtung. Ach ja, da geht's langsam mit. Oh mein Gott. Eine verlorene Seele. Was denn? Ist dazu? Und nun? Was machen wir jetzt? Der Mann hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Okay. Ja, sorry Leute. Ich musste umstrukturieren. Ja, Plan B. Haben uns für Pizza Express entschieden. McDonald's war so voll, ich wollte da ja nicht mehr hin. Das waren zwar 6 Leute, aber 2G und hab meinen Ausweis nicht dabei. Meine, wie sagt man, Scan-Dings-Bums. Scan-Dings-Bums. Ey, halt mal das Intro-Code, Schulle. Ja, okay. Erstmal herzlich willkommen auf meinen Kanal. Ich bin Harry, falls ihr mich noch nicht kennen solltet. Heute bin ich nicht alleine auf meiner Mission, sondern ich habe doch einen Fresko-Pan. Sein Name ist Salami TV, ja. Der gerade so komisch die Kamera hält. Der blendet voll, ich sehe ja nicht. So, ihr werdet ihn nachher zum Einsatz, in Einsatz erleben. Und, bis gleich. Und den will ich jetzt raushauen. Zum Kühlschrank. Stefan, mal eine andere Frage. Bist du schon hungrig? Ja. Bist du schon hungrig? Wenn ihr das riechen würdet. Oh ja, wa? Ihr dürftet ja bestimmt mehr. Könntet ihr da bitte die Tür auf wieder zu? Ja. So Leute, zu Hause angekommen. Wie gesagt, wir wollten erst McDonald's, aber das war mir echt zu voll. So, ja. Was haben wir uns geholt? Erzähl mal. Ja, also Stefan, der hat sich eine Thunfisch. Nein. War das eine Thunfisch? Eine Barbecue. Du hast dir eine Barbecue-Pizza geholt? Genau. Barbecue-Pizza. Nee. Knick die mal hier so. Mach das mal so. Kann man so sehen. Guck mal, eine fette Barbecue-Pizza, eine kleine. Ah, die ist doch geschnitten. Oh, schade, Eike. Ich hab gedacht, ich bin ein bisschen gesund unterwegs. Ich habe mir hier so einen Salat gekauft. Nun nimmst du mal einen Salat. Der schmeckt gut. Und dann, Stefan, was haben wir uns denn noch gekauft? Wieder diese epischen Burger. Oh, Junge, ist der groß! Oh mein Gott! Da wurde einer samflockig, ey. Meine Herren. Und hier ist auch noch was drin. Oh, look at this. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich nehme das Ding mal raus. Genau, dann war mal raus. So, da kommst du nie wieder drin. Oh, Freunde. Und die Pizza. Guck dich das Ding an. Das wird ein Gaumenschmaus. Oh, weia. Oh, ja. Was haben wir da wieder verfabriziert? Auf die Bürger. Mahlzeit, mein Freund. Der erste Bissen ist nur für euch. Der sabbert schon. Freunde, Mahlzeit. Boah. Meine Fresse. Ist das eine Geschmacksexplosion im Maul? Auf jeden Fall. Boah. Also mit Soße hat der Kollege definitiv nicht gespart. Hat auch so viel Soße drauf? Auf jeden Fall. Ja? Die Soße schmeckt man, wenn man reinbeißt, kommt die Soße. Boah. Den Salat schmeckt man. Freunde. Innen die Tomaten. Ah, der ist ganz schön. Der kleckert wieder. Oh Gott. Aber jeder Bissen ist es wert. Mahlzeit. Wie man jetzt so hält, dann tropft es. Da sieht man damit es nicht trocken ist. Mhm. Schön auf der Pizza, damit die noch fettiger wird. Die Tropfen kann aber auch vom Salat sein oder so, denke ich mal. Mm. Oh, ich habe mir hier einen Salat gegönnt mit Oliven, mit Mais. Oliven, das ist nicht so mein Fall. Peperoni. Na, schreit er wieder auf Toilette. Nö, macht er nicht. Ja, der kann bei der Salat. Also, das Dressing ist ein bisschen lasch. Ja. Und die Soße drauf war? Ja. Oder Dressing, besser gesagt. Dressing. Joghurt-Dressing oder? Ja.
Joghurt lassen. Es gibt auch Quark, so ein Quarkzeug, aber. Ich will keinen Quark auf meinem Salat. Das ist ja wohl echt Quark, oder? Mhm. Und stiele echt mit der Holzgabel. Was ich übrigens sehr unterstütze. Sicher. Ja. Aber eine Frage, Leute. Plastik. Schlecht für die Umwelt. Kann ich verstehen. Wir vermeiden Plastik. Plastik wird mehr recycelt. Und es gibt keine Strohhalme. Keine Plastikstrohhalme mehr. Aber die Corona-Tests sind alle aus Plastik. Genau. Dadurch wollte ich zu sprechen kommen. Wir müssen uns jeden Tag testen. Jeden Tag kommt so eine kleine Handvoll von jedem, der sie testet. Plaste. Genau. Warum? Und wir waren ja vorhin bei McDonald's gewesen. Da habe ich den Typen gefragt, der da draußen gewartet hat, was da für Regeln gelten. Und er hat gesagt 2G. Also genesen oder geimpft. Genau. Da. So. Ein Grund mehr, um wieder umzudrehen. Mhm. Dank Olaf. Und seine korrupte Bande. Olaf. Wer ist das? Olaf. Olaf. Und wer sie, das ist Olaf. Aber der Bürger macht den Wett. Mhm. Olaf Scholz. Der sieht aus wie ein Schlumpf, der Typ. Wie ein Schlumpf sieht der aus. Müssen wir ihn dann noch anmalen. Na, haben sie schon mal gemacht, blau. Ja. Ja. Wo war er? Ihr Freunde. Kann dann ein Bürger Sünde sein? I don't know. Mm. Das glaube ich nicht, Tim. Na, willst du nicht mal sagen, was die Pizza kann, oder? Was kann die denn? Weiß ich nicht. Na, noch sieht sie gut aus, ja. Ich finde, es ist ja raus. Meine Güte. Schön fettig, ja? Mhm. Ach, Hose kann ich waschen lernen. Da bin ich ja nicht so. Du Knecht. Oh, ich brauche mal ein Stück Toast. Und doch mal diesen Jahrestag wie vorhin um Jumbo Pizza Teil 3. Also auf meinem Kanal Teil 1 und auf seinem Kanal werdet denn 3 Teil. Ich schaffe das sowieso nicht. Na sicher schaffe ich das. Aber danke für die Unterstützung. Bitte. Übrigens weiter. Mein Video, ich habe heute auch wieder ein Video hochgeladen, das ist heute Morgen um 5 Uhr online gegangen. Ja, da habe ich mal wieder ein leckeres Rezept aus der DDR-Küche rausgesucht. Und das ich kredenzt habe. Müsst ihr euch mal angucken. Salami TV. Aber wisst ihr sowieso Bescheid. Schlechte Werbung. Tut ihr nichts bezahlen? Später, Andre, später. Aha. Mhm. Oh, Junge. Das ist der einzige Salat, den ich fresse. Welchen? Na, den auf dem Burger. Echt, ja? Ja, nicht nur. Ja, doch, momentan schon, ja. Und Obst und so? Orangen halt momentan. Hast du welche da? Na sicher. Ja? Willst du keine mitnehmen? Mhm. Ja, geht ohne jeden. Hast du da so Spastiken in der Frucht? Alter? Ja. Junge Schulde, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Das ist mein Geschmacksorgasmus kriegen. Also hier. Da fange ich an zu zittern. Mhm. Ja. Der ist gut mächtig, der Burger. Mhm. Ich möchte mir Ständnis machen. Ich bin schon pappsatt. Oh, du nicht, ich weiß. Noch nicht. Komm, iss die Pizza, mein Sohn, iss die Pizza. Mhm. So, nee, das ist nicht die Anibrante. Nee, die Anibrante. Da vorhin. Ja, was riecht hier so? Eine Pizza aus Anibrante.
Die ganze Pizzeria hat, ist eingehüllt im blauen Nebel. Da hat die Frau gesagt, ey Jungs, mach mal die Tür auf, Junge. Du hast ja deinen eigenen, du hast ja deinen eigenen Zickenbart nicht mehr gesehen vor lauter Qualm. Warte, ich komme im Zickenbart. Ja, das war mir alles so ungepflegt. Das war mir zu lang. Der ganze Kerl ist ungepflegt. Was soll das jetzt? Oh. Nein, Spaß. Das wollte ich noch nicht wissen. Da unter der Dusche kalt Weihnachten einmal im Jahr. Also, ja, zu Weihnachten. Dann wundert sich, warum die Wand immer so schwarz aussieht. Ja. Dann brauche ich das eh mal ja schrubben. Hm? Ja. Und das wie tagelang. Junge. Ich habe mir noch einen Kaffee gegönnt. Ich will einen Salat, ich will einen Salat. Jetzt schaffst du noch nicht mal den Salat oder was? Mhm. Meine Fresse. Ja. So könnte ich ihn sehen. Wie kann die Pizza was? Welchen Schluck oder was? Nee. Schluck? Kann die Pizza was? Auf jeden Fall. Ist kein bisschen trocken. Da ist auch genug Fett gefallen, ne? Oh, Pizza hier. Stefan, seine Pizza. Er hält nie immer was in der Kamera. Ja, wie soll ich denn fressen können, ne? Nie hält er was in der Kamera. Gesundheit. So, Schulle. Den Rest essen wir on camera oder was? Off camera, meine ich. Vom Joris. Tja, Leute, dann erstmal wieder fertig, ja. Furchtbar, der Kerl. Er schlingt immer nur. Und ich dachte, ich fresse schnell, aber Joschka hier, der ist ja noch schlimmer. Joschka. Ja, das soll es für dieses Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, mit Speedchuck und mir. Speedchuck und mir. Lasst mal ein Abo da auf kostenloser Pizza-Burger-Basis. Genau. Und support ist kein Mord, Freunde, ihr wisst Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr so eine Speedchuck-Schalltaten-Videos sehen wollt, spektakulären, abonniert mal den Drecksack seinen Kanal, gebt mal einen Daumen hoch und aktiviert die Glocke für weitere Videobenachrichtigungen. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Mit der Drecksack gehört? Ja, du hast richtig gehört. Okay, alles klar, mach weiter. Okay. Bis damals, meine Freunde. Rinnehauen und... Rinnehauen. Ja.